Und die Frage ist auch, was du dafür bezahlst. Ich hätte auch gerne einen Dienstwagen. Das heißt auch einen Dienstwagen. Wir reden ja jetzt gerade nicht von einem Dienstwagen, aber ich hätte gerne einen Dienstwagen. Und dann wäre es mir kackegal, ob das ein Diesel, ein Benziner oder sonst was ist. Die Firma bezahlt das. Elektro kann ich sowieso nicht sinnvoll laden bei mir in meiner Mietswohnung. Okay, I give up. Just don't kill me. Oh, amazing. I didn't expect you to thrash those rabbit fellows too. You're here looking for Geppetto, aren't you? The fox and the cat have got that old man. They took the submarine from that dock over there. U-boat. They probably went to the alchemist's isle. There should be another one. You should commandeer it. If anyone asks, I didn't see anything. There should be something left at the dock. If anyone asks, I didn't see anything. Oh, hi, Alidoro. See for yourself. Ist das jetzt der letzte Moment, wo ich das machen kann? Also mein Techniker, beziehungsweise der mich da rangebracht hat, hat aktuell den Volvo XC60 als Elektro und wird danach auch wieder auf Diesel umschwenken. Okay. Gegenüber Tiguan, Touareg, Terraco und GLS schon. Ja, das ist richtig. Der GLS ist aber nicht schön, Akku. Der GLS ist nicht schön. Also, ich weiß nicht, Mercedes gefällt mir einfach irgendwie nie. Robbie, ganz kurz, ist das das letzte Mal? Ist das das letzte Mal, dass ich bei dem kaufen kann? Weil sonst würde ich ihn jetzt ab... Würde ich ihn abmoxen? Irgendwie ja schon. Er ist derjenige, der die Tür geöffnet hat. There should be something left at the dock. I'm just a guest here, with no special obligation to the hotel. But if you still want to hear, the alchemist said they would help me escape from the city. Talk about an offer I couldn't refuse. I can't live in the hotel forever. I need to move up and move on. Also, there was someone who was so annoying. That's all. Does that suffice? Nein. There should be something left at the dock. Right. I had a feeling you would ask sooner or later. It's because of that girl, isn't it? I am not Alidoro the Hound. Not the real one, anyway. I used to be Alidoro's partner. I admired him, to be honest. He was amazing. Amazing at everything, except making a profit, that is. But he didn't need to cut me off just because I sold some antiques. I mean, what's a few antiques when you've got bills to pay? We argued. One thing led to another, and I had to kill him. But stealing his identity was the logic. Oh, he was also from the country of the morning. Maybe he shares some blood with the girl. And that's my story. There should be something left at the door. I see for yourself. There should be something left at the door. What a murderous air you have. You're going to kill me? Oh, yes. You are. You're Geppetto's puppet, aren't you? If someone isn't trying to kill you, you can't hurt them either. That limitation makes it seem like your creator didn't trust you very much. Smart of him. So, what will it be, Mr. Handsome Idiot? Leave quietly? Or shut up and buy something? Och. You're like a human. Oh yes.
I am. Mit all seinen Fehlern, all seinen Problemchen und einem Problem weniger auf dieser Welt. Dem Sack. Besser. Fühlt man sich doch gleich viel frischer. Nee, da komme ich her. It was a total attack. The Black Rabbit Brotherhood, the Fox, the Cat, and Alidoro too. I don't even want to guess what they might be planning, pal. This way must lead to their headquarters, shall we? Ja, was? Oh! Einen wunderschönen guten Abend, Tobi. Hallöle. Wie geht's dir? Ich hoffe, du hast einen wundervollen Stream. Hey, look. That lever resembles. Yes, it seems we can use it to call a submarine. Laden Sie alle zur feierlichen Taufe des neuen U-Boots der Firma Vigini der Pistris ein. Aha. Bleisäurebatterie. Vielen, vielen Dank, Wölkchen. Traumwölke gifted a Tier 1 Sub to Bad Game mal. They have given 65 Gift Subs in the channel. Sollte ich vorher zum Hotel gehen? Sollte ich vorher zum Hotel gehen, Robbie? Oder kann ich mich immer noch von da hinten weg teleportieren? Du, Eridos, ich hätte mal eine Frage. Wie geht's nach dem Bahnhof weiter? Das erste Mal Bahnhof oder das zweite Mal? Ist wurscht, okay. Hab da heute so aufs Konto geschaut und dachte, das jeden Monat. Ich würde mir keine Sorgen machen. Und mich nie wieder beschweren. Ach, sag das nicht, Wölkchen. Also, sag das nicht. Das Leben ist teuer. Und irgendwie wird das Leben immer teurer. Captain, bitte Erlaubnis, an Bord treten zu dürfen. Das zweite Mal, was ist denn das für eine Frage? Entschuldigung. Die Ausgaben wachsen irgendwie immer mit dem Einkommen. Ja, ist komisch, ne? Alter! Kein Wunder, dass du nicht zurückkommst. Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. Wenn die immer so das U-Boot landen, dann brauchst du immer wieder neue. Hey, it's Sophia. I am finally meeting you here. You're a clever one. So it shouldn't surprise you that the Sophia at the hotel isn't really me. My real self is on the upper part of the Abbey. I became his tool a long time ago. I have endured such pain. My soul split into pieces. Truth is, I guided you this far, not to save Kropt, but I felt guilty about that. But I was so elated when you answered my call. Despite it all, my spirit have lived apart. I'll grant you my power before my spirit diminishes further. Stargazer will guide you, clever one. If you find my body, please help me find peace. My guidance ends here. Oh. After images of memories
rage on the seaside because of Ergo. Please, be careful. I can't hold out for it. Okay. Aber jetzt mal ohne Spaß, ich weiß wirklich nicht, wohin ich soll, nachdem ich das zweite Mal im Bahnhof war. Ich muss leider in die Portalliste gucken, um dir das sagen zu können. Naja, bei mir ist ja eher das Gegenteil. Ich werde immer geiziger, weil ich das Finanzamt im Nacken habe. Naja, aber das ist ja ein Unterschied, ne? Das ist der Vorteil, wenn man Angestellter ist. Du kriegst Geld und dann ist das so. Du brauchst nicht weiter drüber nachdenken, wenn du nicht möchtest. Als Selbstständiger ist das leider nicht so. I am the daughter of Valentinus, leader of the alchemists. Simon was my father's right-hand man. Ambition overwhelmed him, however, and he spread the petrification disease, taking countless lives. Why would he do that? I don't know. But he brings a dark world upon us. That's for certain. Stop him. However you can. The petrification disease freezes time and memory within the afflicted body. Ergo is the purified essence of that life, trapped by the petrification disease. When I discovered that, it opened my eyes. Simon, on the other hand, is trying to use my power to fuel his ambition. I wound back your time to protect you, so you could stand against... So stop him. Ach so. Okay, das macht natürlich Sinn. Okay. So, Wolke macht jetzt Heier. Nacht die Wölkchen. Nacht die Nacht. Ja. Es ist eine große Wüste. Naja, im Moment sehe ich mich etwas zurück an die Zeit als Arbeitnehmer. Aber abwarten, vielleicht kann ich mir nächstes Jahr einen Minijobber leisten. Ja, aber dann machst du noch mehr. Lass es mich aus den Erfahrungen von anderen Leuten sagen. Du machst da nicht weniger. Du machst genauso viel wie jetzt, nur noch mehr, weil du noch jemand anderen dafür steuern musst. Romeo, oh Romeo. Warum spielst du mit dem Jungen, oh Romeo? Du musst aus dem Bahnhof raus und immer dem Weg folgen, kannst dich nicht verlaufen, ist linear. Danach mit Omi reden für den Gang nach unten. Hi. Are you training to be a stalker too? Well, let's practice together. Call me Lampwick. Lampwick. Mondstein. He didn't even come to your graduation. I don't care if an old man like that kicks the bucket. Don't say that. It's nice you got any. Let's start talking about this. Oh, she's here. Grab her. Versteckter Mondstein. Da ist nichts.
Da hat die Person was auf dem Rücken, schon einen Bogen. Please teach me how to use a nee, sword. Waffe. You're a legendary stalker. Ugh, so annoying. Germany, get rid of them. I'm off. Germany? Okay. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Wer war Gemini? Merkt ihr die Sachen, die dir erzählen? Es wird mal klarer. Nö, alles gut. Ich merke mir die Sachen schon. So gut es jetzt gerade im Verständnis geht. Da steckt ein Mundstein. Da ist was Rotes. Wahrscheinlich wurde jemand getötet. Der Junge. Oh mein Gott. Nein. Ich bin sorry. Ich war zu spät. Ist das Gemini? Ich wünsche, ich hätte hier schneller gekommen. If I had known this would happen. Du spürst eine Wärme. Hier ist ein Stargazer. Gemini, ein Sternzeichen. By the way, guten Abend. Guten Abend, Onkel Lexi. Jiminy. Nicht Gemini, sondern Jiminy. Wie Jimmy, wie die, ach Gott. Die Heuschrecke bei Pinocchio. Gehen wir erstmal ins Hotel? Das würde ich sowieso tun. Das hätte ich jetzt sowieso getan. Ich muss ja mit Leuten reden. Wahrscheinlich ist die alte Frau jetzt tot. Weil das muss ja auch noch passieren. Wir haben eine Kiste zum Abgeben. Wir haben eine ganze Menge zu tun, tatsächlich. Naja, aufräumen tut hier auf jeden Fall keiner. No matter what fate serving her, welcome to... Strange. It hurts so much. It's not like a real... So. At the house of Vanini, even Price. Ah, the house of Vanini deals only in masterpieces and works of special genius. At the house of Vanini, even priceless things have a price. Was war da jetzt drin, ne? Fortschritt plus 4. Panzerungen, aber die sind halt schweineschwer. Aktiviert vorübergehend während des Blockens. Perfekter Block. Was? Nett. Dann haben wir das von Alidoro. I can hardly believe it. But the ergo readings you gathered leave no doubt. No doubt at all, you see? Okay, Vanini, breathe. Despite your best efforts, they can't read your mind yet. My friend, my apologies. But when you hear this news, you'll be excited too. The puppets were being compelled by the Grand Covenant. But... they were communicating with each other, with wavelengths. This is beyond anything I'd imagined. They were not built with this kind of intelligence. I did the best I could to decipher the wavelengths, but there was considerable noise in the signal. Care to give it a listen? Sure. First law, all puppets.
puppets must obey the Creator's commands. Law Zero. The Creator's name is... Geppetto. Giuseppe Geppetto. Ah, did you hear that? The last part sounded important, but there was too much static. Ah, tell me you heard it, please. We need to find the cause of the frenzy, and this may be our best chance. What or who was behind the frenzy? Geppetto. Geppetto? Law Zero, the Creator's name is Geppetto. One can't make these things up. It must be true. That was the cause of the frenzy. But why would Geppetto, of all people, do this? I have to admit, it's good to have things in motion again. I was beginning to despair. Now that we know the cause, we can find a solution. And it's all thanks to you, my friend. Naja, es ist ja eigentlich relativ verständlich, weil es hat ja auch... Wer hat das gesagt? Der Händler hat das doch gesagt, den wir vorhin getroffen haben. Nachdem die Puppen alle befreit wurden, ist die Anzahl der Infizierten gestiegen. Also hat Geppetto eventuell einfach, um den Infizierten entgegenzuwirken, die Puppen losgelassen. Und meine Frau hat es geschafft, dass ich gestern zum Arzt gegangen bin. Jetzt erstmal 50 Mal Pantoprazol, 440 Milligramm morgens und abends futtern. Bis auf was? Was macht denn Pantoprazol? Ist Ciavo noch da? Che bello! And there we are. Done. Even a brand new model doesn't stand a chance when you're dealing with genius. Was hast du mit deinem Magen denn gemacht? The device bordered on genius itself. If you ever meet the creator, get me their calling card, won't you? Das ist schwierig. No, sorry, I'm sure you're busy. Meine liebe Schwester, bitte verzeih deinem Bruder, dass er gegangen ist, ohne dir etwas zu sagen. Ich behalte diesen Brief, auch wenn ich nicht weiß, wann ich ihn abschicken kann. Man verfolgt mich, weil ich das größte Geheimnis von Krat kenne. Vielleicht treffe ich dich, wenn die Alchemisten aus diesem Land verschwunden sind, aber bis dahin muss es reichen, dass ich dich aus der Ferne beobachte. Ich werde dich beschützen, bis wir zumindest hier in Frieden leben können. So wie ich dich vor dem Werkstattturm gerettet habe. Es wäre schön, wenn die Menschen eines Tages die Wahrheit erfahren würden. Aber manche Wahrheiten sollte man besser ruhen lassen. Ich sah zwischen den Alchemisten nur allzu oft, wie grausam Menschen sein können. Nachdem ich all die Experimente und Albträume gesehen hatte, für die sie verantwortlich waren, glaubte ich langsam, dass es keinen Gott gab. Statt mich zu offenbaren und dein Leben zu riskieren, ziehe ich es vor, für immer zu verschwinden. Bitte denke trotzdem an mich, wenn du diesen Brief lesen solltest. Wir kamen von jenseits des großen Ozeans. Ich hoffe, dass es in deinem Leben nur Wahrheit gibt und du deinen Namen hinterlässt. Ich weiß, dass die Leute dich hier Eugene nennen. Aber dieser Name wird dich schützen. Bitte vergiss bis dahin nicht deinen richtigen Namen. Dein Name ist... Das Ende der Passcode-Entschlüsselung ist beschädigt und daher nicht zu gebrauchen. Och. What the fuck? Hab schon seit Monaten extremes Sodbrennen sowie Völlegefühl und komische Verdauung. Sowie mächtige Darmwinde. I heard it from a recent arrival. Alidoro is dead. I know he's a fake, so it doesn't matter. Still, I wonder what... I shudder thinking about it. Do you... I wonder what the real Alidoro was like. I wonder what the real Alidoro was like. What? Wait. Ich sag nur die Wahrheit. Confused. What are you talking about? An older brother? This letter sounds like it could be my brother. The part where it says, we are from across the wide ocean. It sounds foolhardy to jump to conclusions. But it also fits with what happened at the workshop tower.
sorry. It's just you're here. That's a okay. Muss ich jetzt mal nach. Ich hab viel Ergo. Du lebst noch? Apparently I must remain in this room. Be careful out there, won't you? Du lebst noch. Plop. Du wirst immer noch mit den beiden reden. We all owe you a huge debt, or we will. You may not be aware, I am an orphan. In fact, my parents were murdered before my very eyes. The authorities in Krat insisted it was a mugging, but I know what I saw. Is that Bruce Wayne? Raving puppet killed them. A puppet that was driven by a murderous lunatic's awakened ego. I know that because the lunatic told me his name. Arlecchino. I'll never forget his insane laugh. I have been fitting puppets with the Grand Covenant to ensure no one else ever has to experience the same tragedy I did. I was this close to giving up. But now that you're here, you can take the wavelength decoder. It's proof of your brilliant actions. Okay. See what else you can read with it. You might even discover more secrets. You can play it back as much as you like. Just use the Stargazer. Und ich denke mal, genau damit kann man dann im neuen Run, im zweiten Run, die Nachrichten der ganzen Dinger verstehen. I did some sleuthing. My older brother's mark is part of the decryption. He used a mark of the Country of the Morning. Schön. I have no choice but to believe it's real. Why did my brother leave? What could it mean if he knew the secrets of the alchemists and Krat? I'm so angry. Does he think he's better than everyone trying to protect me from a distance? He could have at least said something. All I... Sorry, I'm just grumpy. This was precious. It's the only thing my brother left me. And now I'm giving it to you. Oh. You're here. Da 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 da. Schallplatte. Schön. Und zweiter Flackerer für heute. Freunde, der Chat ist mal ganz kurz für 1, 2, 3 Minuten für mich unsichtbar. Dann ist er wieder da. Aber ihr könnt nochmal schreiben. Das funktioniert alles. Ich werde es nur dann gleich lesen. Das geht von was? 9,8 auf 11,4. Strange. It hurts so. Die.
Das mache ich gleich nochmal. Bedenkend, wenn du das Vieh aus dem Sumpf gemacht hast und ich es heute gelegt habe und dachte, ich könnte dich aufholen. Das kannst du trotzdem vielleicht noch. Wir werden es ja heute nicht durchschaffen, glaube ich. Schön. Da! Jetzt kann ich wieder lesen. Eskalation, Party hart. Erstmal Streamer beleidigen. Was? Wow! Wirft seine Unterhose durch den Chat. Ihhh. Warum sind da Streifen drin, Cyrados? Baut Stoppschild dafür, rollen das Volk auf. Alter, meine linke, die linke L-Taste hier, ne, von dem Controller, die irgendwie hört die auf zu funktionieren, glaube ich. Die hat kein richtiges Feedback mehr. Ganz komisch. Carlo ist Carlo Venigni, ne? Gleiches Problem hat Tobi auch. Ist bescheuert. Das ist, so alt ist der noch gar nicht, der Controller. Der moderne Konsolenmüll halt. Ja, richtig. Hundertprozentig. Ich habe ganz ohne Witz, PlayStation 2 Controller funktionieren immer noch. Wie fast am ersten Tag. Nope. Wer war denn nochmal Carlo? Wie sind da... Wer war denn nochmal Carlo? Kater Carlo? Was? Nee. What the fuck? Also jetzt werden die Elden Ring Vibes ausgepackt, wa? Hoppala! Erklärt sich noch ganz ruhig. Alles klar. Also kenne ich ihn nicht. Ich bin dann immer verwirrt, ob ich ihn schon kennen müsste.
Komm her. Aua. Lasst mich doch alle in Ruhe. Immer weg damit. Alter, der Tempel sieht ja mal krank aus. Hab's mir an der Stelle zusammengereimt, aber kommt noch alles. Ich, Adriana, zeichne dies für die Brüder und Schwestern auf. Preiset Pistris, der sogar Gott verschlingen wird. Ein Stern, der die Menschen... Naja gut, Carlo kann auch die Seele sein, die in Pinocchio drin ist, ne? Also die hier bei uns drin ist. Deswegen spricht er uns direkt an. Und die Puppen, die er uns entgegengeworfen hat, waren die Bosse. Wäre auch eine Möglichkeit. Hat was von Zelda. Das könnte auch so ein Zelda-Tempeleingang sein. Snakey Snake. Hä? Unsichtbares Fuckvieh hier, ey. Oh, unsichtbare Gegner. So was kommt's noch. Sternfragment. Kann man dem kleinen Hund eigentlich nochmal wieder begegnen, der uns bei dem Eremiten-Ding da stand? Weil der wollte ja zu dem Ort, den wir ja am Ende auch gefunden haben, der vor der Alchemisten, vor dem U-Boot. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Ach du Scheibenkleister. Hat er wieder volles Leben? Ja, natürlich hat er volles Leben. Huch!
Ah ja. Danke. Das ist doch mal ein Gegner für dein Kaliber. Tüchtiger der neuen Generation. Ja, Tüchtiger der Stoffer-Generation. Weißt du, so typisch, typisch moderner Türsteher. 1,90 groß, läuft auf dem Testosteron von 8 Bullen und ist tätowiert. Klassischer Türsteher. Oh, ernsthaft? Man muss immer da hochlaufen. Wenigstens die Kanonen sind kaputt. Nein, sind sie nicht. Oder? Doch, sind sie. Er tut jetzt so, als ob Testosteron was Schlechtes sei. Nö. Schlecht ist das nicht. Kommt drauf an, was du bist. Ob du Mann oder Frau bist. Bei einer Frau ist es irgendwann schwierig, wenn du zu viel hast. Als Mann ist das nicht schlecht unbedingt. Aber zu viel ist auch nicht gut. So, was hältst du denn von Feuer, mein Freund? Ich drücke die ganze Zeit blocken, ne? Aber das ist die Blocktaste, die halt nicht mehr richtig funktioniert. Das ist alles so verzögert. Das ist ganz komisch. Alter, die Taste funktioniert nicht mehr richtig. Das ist nicht dein Ernst. Echt nicht mehr dein Ernst. Oh, fuck, Mann, ey. Seine Fingertaste zu nennen ist auch was. Ja, ja. Ich schick dir diesen Controller per Post. Dann kannst du die Taste auch mal benutzen. Die kommt nämlich nicht mehr zurück. Das ist wirklich... Das ist ein Scheiß. Was mache ich jetzt? Kann ich einen anderen Controller nehmen? Klappt das mit dem? Ich bin gleich wieder da. Bei Mediamarkt gibt es einen PS5-Controller für 49 im Angebot. Ich hab einen. Keine Ahnung, ob das klappt. Der lag schon lange in der Schublade. Das wird. Och, ich hasse es. Jetzt hat er die Boxen umgestellt, ne? Wenn ihr nichts mehr hört, ist das nicht ungewöhnlich. Denn der Rechner denkt sich, ach, guck mal, da ist ein Controller, ne? Der hat, ne, nicht Soundprobleme beheben. Der hat ja eine Box, ne? Dann lassen wir das mal drüber ausgeben. Oh, ist das ein Bullshit. Ich kann aber auch machen, was ich will. Er will es einfach nicht behalten. So. Ist das wieder okay? Alles wieder in Ordnung? Controller, der ganze Controller ist dreckig mit Umzugsstaub und bla. Klang witzig. Oh je. Das Schlimme ist, der ganze Controller fühlt sich jetzt anders an. Und die Tasten unten sind auch direkt anders. Auch gut gemacht. Klang witzig. Ja, weil der auch das Mikrofon vom Controller haben wollte.
Ist halt bescheuert. Der Controller ist erst, der ist erst 2 Jahre alt oder sowas. Echt ein Trauerspiel. Toll, neuer Controller und direkt umgewöhnen, ne? Ist auch richtig gut. Alter, wie komme ich denn an den ran? Also abwehren ist eigentlich eine dumme Idee. Der schockt einen nämlich die ganze Zeit. Das abzuwehren ist nutzlos. Meine Ausdauer ist auch irgendwie nicht so richtig am Laden in der Geschwindigkeit, die ich richtig fände. Warum lädt er meine... Ach so, wegen Schock. Oh, ich vergaß. Schock lässt ja die Ausdauer langsam laden. Oh je. Ich mache echt keinen Schaden bei dem. Das ist schon krass. Ist das wirklich der Plan? Der Kampf dauert doch ewig. Jetzt mal ohne Witz, das kann doch nicht wirklich der Kampf sein. Weil dann dauert der Kampf Stunden gefühlt. Es gibt immer eine Lösung. Ja, ja, aber die Frage ist, was ist die Lösung? Mag der keine Säure? Kann man hier den Boden einbrechen? Jetzt mal ohne Witz. Die Lösung ist get good. Das. Ach, Axo. Manchmal will ich dich einfach nur an den Kopf packen und schütteln. Es macht halt keinen Sinn, dass plötzlich dieser eine Gegner nur noch 130 Schaden bekommt von deinen Angriffen. Das war zu spät. Weil das ist halt schon echt ein ultra krasser. Keine Sorge, möchte ich auch regelmäßig machen. Ja, okay, dann ist in Ordnung. Selbst am Kopf treffen hilft nicht. Ha. Denk an den Tower Knight bei Demon's Souls. Den Tower Knight. Weißt du, wie lange es her ist, dass ich Demon's Souls gespielt habe? Muss ich dem sein Bein kaputt machen, dass der... Ach, leck mich doch. Dass der hinfällt, weil das sieht so steinig aus.
Aha. Kann ich den rauslocken? Nö. Ich hab keine Ahnung. Ich hab einfach keine Ahnung. Hier ist eine Tür, aber da kann ich ja nicht gegenrollen, oder was? Denk an den Tower Knight bei Demon's Souls. Keine Ahnung, war das Demon's Souls mit dem komischen Typen, der auf der Mauer steht? Ich habe keine Ahnung mehr, was bei dem war. Ein Bein gut, anderes nicht. Ja, Witzbold. Das eine Bein, wenn ich das angreife, macht 140 Schaden. 140. Den mit 140 Schaden Hits zu besiegen. Wenn das die Antwort der Entwickler von diesem Spiel ist, dann hat das ganz plötzlich einen ganzen Stern verloren. Weil das ist sowas von unnötig dämlich. Weil das wäre so eine billige Spielmechanik. Einfach einen Gegner zu machen, der so viel Leben hat oder so viel Verteidigung, dass das Einzige, was du machen musst, ist einfach ihm so lange ausweichen, bis du ihn 30.000 Mal getroffen hast und er stirbt. Das wäre echt eine billige Spielmechanik. Das haben die nicht nötig. Nicht nach den ganzen Bossen und allem, was du bis jetzt gesehen hast. Wäre gut, wenn du eine Waffe machst, die gescheiten Haltungsschaden macht. Die Waffe macht keinen schlechten Haltungsschaden. Also du willst mir sagen, dass es wirklich... Das ist die Antwort der Entwickler. Der Boss hat einfach so viel Leben, dass er... Oh Mann. Wahrscheinlich musst du dem auf dem Rücken irgendwas rausziehen, sobald er einmal in seinem Modus Operandi hängt hier. Ach komm schon. Was das? Der müsste aber auf dem linken Fuß mal seine Fußnägel schneiden. Guckt euch mal diese Fußnägel an. Ist das eklig? Ach du Scheiße. Uiuiui. Entschuldigung. Das ist schon besser. Das ist der beschissenste Angriff. Meine Fresse, komm her. Thank you.
Ach, du blöder Sack. So früh. Der Schock muss weg, bevor ich wieder reingehe. Ich möchte nichts sagen, aber meine Lebensenergie ist echt beängstigend wenig geworden. Ob dem Troll hier kalt ist, braucht man ein Lagerfeuer, der Arme. Ist auch gut, dass der rein zufällig das Abzeichen hat, ne? Wäre jetzt hier draußen kein Abzeichen gewesen, war doch total easy. Ja, aber im ersten Moment ist halt echt krass. Achso, dass man... Ich wollte gerade sagen, ich habe hier so ein Kabel rumhängen und habe mich gewundert, woher das kommt. So, ich denke... Ich denke, das ist kein schlechter Punkt, um für heute Schluss zu machen. Denn wir sind jetzt genau...